Und damit herzlich willkommen zurück zu Death Stranding Director's Cut. Ich bin hier mal wieder zurückgelaufen und die eine Stelle da hinten, wo es immer zum Regnen anfängt, jedes Mal, wenn ich da bin, fängt es zum Regnen an. Aber ich glaube, das Gebiet sollten wir vielleicht vermeiden da hinten. Ja, okay, ich würde sagen, wir machen hier weiter. In der Kampagne. Und irgendwann brauche ich auch mal einen neuen Schuh. Aufträge annehmen für Sam und Lieferung seltener Metalls, Verteilerzentrum westlich von Capital Not City. Ja, annehmen. Ein paar Gefahren da auswählen, Auftrag annehmen. Ich brauche eigentlich nichts. Gut, ich will nichts herstellen. Warum gehst du immer hier rein? Also bestätigen einfach gar nichts. Gut. So. Da gab es doch. Frachtinfo sollte damit alle. Machen wir kurz A. Oder mal alles umladen. Okay. Was wir jetzt machen, ist automatisch anordnen. Da habe ich mal kurz ein Tippvideo gegeben, dass man das unbedingt tun soll, damit das Gleichgewicht auch wirklich passt. Und das soll man regelmäßig tun, gerade wenn man irgendwas unterwegs aufsammelt. Okay. Auftrag zugewiesen. Gib dich nach Westen. Wir werden erstmal schnell die Route planen. Also wir müssen nach da. Oh. Was heißt das? 70.000? Okay. Da, Klippe. GDs hat's da. Und dann steht Like bekommen. Was ist das? Free to use. Auch nochmal so etwas. Was heißt das hier? Irgendwie nicht hier liegen bleiben. Okay, warte mal, Markierung setzen. Wir machen hier mal. Gehen nach da. Und dann würde ich sagen, hier so. Oh, nach da. Nach da und ja, dann halt hier hin. Okay. Warte mal, wie wird das mit Route zeichnen nochmal? Ah, okay, warte mal, das muss man hier noch so verbinden. Also müssen nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Okay. Cool. Dann. Los geht's mit der Wanderung. Erstmal hier runter. Ja, ist eigentlich schon cool, dass man hier die Sachen von den anderen Spielern hier sieht. Und das hier mit dem Pfad hier, da habe ich auf einem YouTube-Video gesehen, dass das halt dynamisch passiert. Je öfter man seine Stelle abgeht, umso flacher wird dann das hier. Oder auch wenn andere Spieler da hinlaufen. Und man macht sich dann wie so seinen eigenen Weg da. Wie komme ich denn da rüber? Mal kurz auf die Karte schauen. Wobei, ich glaube, wir bleiben erstmal auf dieser Seite. Und gehen dann hier irgendwie drüber. Machen wir das mal so. Ach ja, und man soll halt nicht immer jede Fracht mitnehmen, außer es passt gerade vom Weg her. Und man muss auch nicht immer abliefern, also komplett abliefern. Man kann es dann auch bei so einem Postzentrum mal hinterlegen. Was bist du? Kann ich bei dir was machen? Oh, 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 oh. Wachturm benutzen. Schauen wir mal. Ruhlstiefel. Oh. Okay, Resine.
bisschen Party im Abgehen, hä? Okay, kommen wir hier safe runter. Sehr gut. Und da jetzt rüber. Was war das? So, scannen. Ja, wer kommt denn? Deine Fahrt wurde angepinkt. Weg hier. Sofort, ehe dich jemand sieht. Begib dich schnellstens zu deinem Ziel, wenn sie dich nicht kriegen sollen. Okay, das sind meine ersten Gegner. Gut. Wir gehen vielleicht nicht darüber. So eine Scheiße. Was wartet da hinten auf mich? Was ist das, was hier rumleuchtet? Ich habe jetzt auch keine Zeit, um mir das anzusehen. Da ist noch sowas. Was ist? Nein, bitte nicht. Super. Die Jules haben jetzt gesetzt, was gut, dass es geregnet hat. Sogar die würden sich nicht mit GTs anlegen. Ach Mann, lauft wieder mal nicht nach Plan. Moment, das ist doch jetzt das GD-Gebiet da hinten, oder? Ja, hier. Ich glaube, wir sollten irgendwie da so nach rechts unten. Ich kann mal hier eine Markierung setzen. Ja. Plus, minus. Da ist A. Sehr hilfreich mit den Schildern. Ach, das kann ich mir noch nicht einsammeln. Okay, da war die Markierung. Da unten ist der Fluss. Eine Höhle wäre jetzt nicht schlecht. Nicht hinfliegen. Wow. Ganz falsch. Okay, da ist alles gelb. Das heißt, ich kann da rüber. Und schaffst du es? Sehr gut. Nicht hinfallen. Ah, ich glaube, ich sehe da hinten die Struktur schon. Geil, wir sind da gerade voll auf der Grenze. Zerstört. Alkoholische Getränke. Na dann, lass dich auch liegen. Da hinten rechts, das sieht aus wie so ein Turm. Ja, da hinten. Was?
PD-Kontaktwartung? Dieser Seite? Ich dachte, das wäre da unten. Wo? Ja, da unten. Okay. Können wir sie sehen? Vor uns. Gut, dann gehen wir seitlich. Ich glaube, ich gehe mal geduckt. So, scannen. Sieh sie halt nicht. Ist auch bestimmt extra jetzt nur wegen unserer Mission so. Da. Und da vorne. Okay, dann gehen wir mal nach da oben. Alter, komm. Ich gehe ja schon. Oder doch andere Flussseite. Noch mal kurz schauen. Machen sie wieder auf. Nee. Okay, dann probieren wir es mal direkt am Fluss. Mensch, das ist aber echt nervig. So, Entschuldigung. Ich muss mal kurz räuspern müssen. So, geduckt. Bleib jetzt mal kurz stehen. Oh, 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 scheiße, da vorne. Ja, okay. Wir gehen mal über den Fluss. Na was, da drüben jetzt auch. Er zeigt ja jetzt immer in den, der was am nächsten ist. Ja, da hinten sind sie auch. Okay, kann ich übers Wasser? Ja, kann ich. Shit, das ist aber ein weiter Weg. Okay, stehen bleiben. Ich will doch nur da hinten hin. Nee, so, bitte jetzt nicht vor mir. Ja, doch, natürlich. Okay, wir dann gehen wir hier wieder rüber. Fuck, haben sie mich jetzt? Willst du mir im Wasser was tun? Komm, lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein.
Komm jetzt! Geh! Komm, lauf! Nein! Lauf! Du sollst laufen! Alter, lauf! Was ist jetzt schon wieder? Ach man. Ist der im Arsch? Was ist los? Stimmt was nicht, Sam? Keine Ahnung. Das Kleine sieht nicht gut aus. Keine Sorge. Seine Funktionen wurden vorübergehend ausgesetzt, aber die kann man wiederherstellen. Die notwendige Wartung kann ich in einem Verteilerzentrum durchführen. Aber beeil dich. Das ist ein Autotoxemie. Okay. Das sollte man schnellstmöglich wieder fixen, weil sonst habe ich hier keine Anzeige. Überschreitet die Belastung deines Bibis vertretbare Werte, löst sie die Produktion schädlicher Verbindungen aus und der Körper beginnt sich praktisch selbst anzugreifen. Das nennt man Autotoxemie. Wenn dein Bibi nicht richtig funktioniert, suche deinen privaten Raum auf und benutze den Inkubator dort. Okay, ja, dann tun wir das. Aber, wow, nicht hinfallen. Für den privaten Raum muss ich in die City zu... Nein! Moment mal, ich glaube, da steht was mit No Battery. Ein Fahrzeug? Fahrzeug benutzen geht nicht. Mann. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Alle Waffen betreten des Aufenthaltsplatzes. Anzug wird dekontaminiert. Ruhe. Dankeschön. Söderle. Oh. Nicht hinfallen. Okay. Liefern. Angeforderte Fracht. Liefern. Yes. Gibt's die Liefert. Ist bereit. Am Wegpfosten hat man mir alles über dich erzählt. Sam Bridges von der zweiten Expedition, richtig? Der Mann, der alleine das chirale Netzwerk erweitert, wenn er nicht gerade ausliefert. Also was führt dich zu uns? Mal sehen. Der absolute Wahnsinn. Danke. Du musstest auch durch GW-Gebiet, um hierhin zu gelangen, oder? Sie haben nicht übertrieben, als sie meinten, du wärst eine Legende. Ja, danke schön. Über mathematisch 563. Cool, Verbindungsstufe. Wird schon besser. Ja, das muss ich mir jetzt auch nicht geben. Einmal weiter. Okay, es ist Zeit. Würdest du uns mit dem Netzwerk schon jedes Mal schräg, wenn das passiert. Sehr gut. Weiter. Was dann müsste ich. Wie immer, vielen Dank, dass du mehr Leute in die UCA holst. Okay. Neue Interviewdaten, Herrn Moose und das Drohnensystem Bridgewave ist Zeitregen. Deine Anstellungen wurden neue Funktionen hinzugefügt. Mail und Daten. Ich jetzt auch nur Spam-Mails hier drin. Den Lieferterminus wurde eine neue Zone zu recyceln. Okay, jetzt sehen wir hier alles. Da rechts hat es aber noch ein Gebiet, das ist dunkel. Müssen wir da noch irgendwie rein? Aber schön, dass jetzt der Marker da unten ist. Oh Mann.
Anscheinend sind wir im Chiral-Netzwerk. Und mit dem mitgebrachten Material für unseren Chiral-Drucker können wir hier Vorräte herstellen, wenn du welche brauchst. So können wir uns bei dir revanchieren. Begib dich jetzt nach Westen und mach weiter dein Ding. Gut, das Verteilerzentrum ist im Netzwerk. Sam, tu mir einen Gefallen. Bring dein BB in einen privaten Raum und verbinde es mit dem Inkubator. Ja, aber... Warte mal, ich habe hier einen privaten Raum. Habe ich das? Oh, yes. Deine Arbeit wird... Ah, wenigstens nicht mehr zurücklaufen. Ich frage mich, ob man die ersten Spielerstraßen sehen wird. Batman, bist du da? Ich brauche Hilfe. Okay, Sam. Entferne die Kapsel und verbinde sie mit diesem Inkubator. Ist dran. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Wie bitte? Auf der Intensivstation in Capital Not City. Hirntod natürlich. Ach, du meinst Todmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Todmutter verbindet die Welt der Toten mit dem BB. Und du wiederum verbindest dich mit einem BB, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Todmutter zu simulieren. BBs müssen immer glauben, sie seien in einer, damit sie richtig funktionieren. Allerdings funktioniert diese Täuschung auch nicht ewig, weshalb wir die Umgebungsdaten regelmäßig aktualisieren müssen, durch die Synchronisierung mit einer Todmutter via chiralem Netzwerk. Da. Das Update läuft jetzt. Gerade synchronisiert sich die Kapsel mit der Todmutter in Capital Not City und konfiguriert ihre Einstellungen auf Basis der neuesten Daten. Wenn du dein BB so in die Gebärmutter zurückversetzt, sinkt sein Stresslevel vorübergehend. Denn genau dort gehört es ja eigentlich auch hin. Das Kleine scheint glücklich. Ich versuche, die Oxytocin-Dosis anzupassen. Die Autotoxämie sollte jetzt deutlich langsamer einsetzen. Und vergiss nicht, die BBs sind nur Ausrüstung. Versuche, keine Bindung aufzubauen. Jedes wurde der Gebärmutter seiner Todmutter entnommen. Das macht sie absolut unberechenbar und anfällig für Fehler. Kein bekanntes BB war länger als ein Jahr in Betrieb. Vielleicht erlebt es das Ende dieser Unternehmung nicht mehr. Und dann? Das heißt, man kann mein BB nicht mehr retten. Du musst verstehen, dass es vieles gibt, das wir über BBs nicht wissen. Vielleicht liefern uns ja mit der Zeit das chirale Netzwerk und weitere alte Daten die Antwort. Oh ja, ich sollte doch untersuchen, warum die GDs auf dein Blut reagieren. Ich habe mit Hartmann geredet. Wir sollten bald Ergebnisse haben. Wie dem auch sei, ruh dich aus. Du und dein BB, ihr seid beide erschöpft. Gute Nacht, Sam. Das ist eine ziemlich kranke Scheiße, was da mit diesen Bibis abgeht und diesen Todmüttern. So was muss einem erstmal einfallen. Wieso? Naja, meine nächste Sorge sind jetzt erstmal die Schuhe. Ich brauche mal ein neues...
London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Kannst du mich sehen? Wie läuft es da drüben? Ich bin unbewacht, weiterhin nicht gefesselt und kann doch nicht weg. Aber wenn du weiter Verbindungen schaffst, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir in den Osten, nach Hause. Danke. Ich mein's ernst. Es ist schlimm. In den Städten leben heute immer weniger Menschen. Niemand bekommt mehr Kinder. Aber Menschen sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sie sollen zusammenkommen, einander helfen. Und wenn wir als Volk das nicht schaffen, uns nicht wieder verbinden können, dann, naja, behält Bridget recht. Wir sterben aus. Ach komm, Amerikas Wiederaufbau erlöst uns nicht von den GDs. Solange sie noch da sind, gibt es keinen Ausweg. Aber wir haben wenigstens Hoffnung. Ich werde warten, Sam. Auf dich warten. Komm und finde mich. Ist ja eigentlich schon ein bisschen gruselig, dass sie da einfach jederzeit auftauchen können. Hallo, Sam, hier ist Hartman. Da du wach bist, könntest du dich wohl etwas frisch machen. Wie wäre es denn mit einer Dusche? Duschen ist gut für Körper und Seele und auch für meine Forschung. Ja, wenn es sein muss, dann tun wir halt mal duschen. Ja. Sam, hier ist Hartman. Deadman hat eine Bitte an mich weitergeleitet, da ich die GD-Forschung leite. Ich nehme eine Probe deines Duschwassers, um mögliche Effekte deiner Körperflüssigkeiten auf ein GD zu untersuchen. Hast du andere mit Dooms untersucht? Alle beim Richards. Mich selbst und Mama. Bisher sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Aber du hast andere einzigartige Qualitäten. Du bist auch ein Wiederkehrer. Ich bin schon ein wenig optimistisch. Verarbeitet Flüssigkeiten. Ausscheidungen. Chiralium. Ausgabe. Da, nimm diese Probe mit. Falls sich die Chance bietet, probier sie in einem GD aus. Ich bin gespannt, wie es reagiert. Ja, also soll ich proaktiv hingehen? Vielleicht verschafft es dir ja einen Vorteil. Eine alte Forschungsarbeit beschreibt, wie sich die Körperflüssigkeiten von Personen wie uns auf GDs auswirken. Nur durch die Wiederherstellung dieser Materialien erlangen wir vergangenes Wissen zurück. Nicht nur über den gestrandeten Tod, auch über das Geheimnis deiner speziellen körperlichen Fähigkeiten und über unser Doomsleiden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Sam, der Wiederaufbau Amerikas interessiert mich nicht. Ich will die Vergangenheit zurück. Oh, es ist fast soweit. Und wenn nach deinen Verbindungen nichts passiert, was dann? Ich fragte, was dann? Ja, da haben wir keine Verbindung mehr. Sam, was Ex-Granate-Typen. Tut mir leid, dass ich deine Pause störe, aber ich dachte, das interessiert dich. Vielleicht kannst du so besser entspannen. Uns haben an dich adressierte Nachrichten erreicht. Ich habe nicht reingeschaut. Ja, will ich mal hoffen. Sind wohl von deinen Kunden. Geh sie mal durch, vielleicht ist was Nützliches dabei.
Deine Mails kannst du über deine Handschellen und über das Terminal in deinem privaten Raum lesen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Das chirale Netzwerk lässt uns in unsere Vergangenheit blicken. Für immer verloren geglaubte Daten aus allen Ecken Amerikas können aus Bruchstücken wieder zusammengesetzt werden. Unser Archiv ist natürlich noch nicht fertig. Aber je mehr Wegposten und Städte wir beim Ausbau des Netzwerks einbinden, desto mehr Informationen können wir zurückgewinnen. Etwa Aufzeichnungen und Berichte der letzten Expedition. Alles, was sie gesendet hat, wurde zusammen mit Central Nord City zerstört. Einiges konnten wir übrigens schon wiederherstellen. Wähl am Terminal in einem privaten Raum oder über die Handschellen Archiv aus, um es dir anzusehen. Könnte eine spannende Lektüre sein. Ja, gleich. Okay, wo ist... Warte mal, das wäre das Terminal hier, oder? Ja, dann schauen wir das mal kurz an. Menü, Aufträge, E-Mails. Wegposten westlich. Okay, falls ihr das lesen wollt, einfach mal kurz anhalten. Ist jetzt so nichts für mich. Benjamin Hook, Verletzung, entschuldige sehr, schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten, das Motorrad, das du da draußen gesehen hast, die Batterie ist leer. Es braucht halt etwas Saft, bevor du es benutzen kannst. Einmal müsste aber reichen. Danach soll die automatische Aufladung anspringen. Tut mir leid, falls sie falsche Hoffnung gemacht haben. Und leider habe ich noch mehr schlechte Nachrichten. Die verschiedenen Einrichtungen müssen zusammenarbeiten und Material miteinander teilen, damit alle bekommen, was sie brauchen und so weiter. Ohne Boten bricht das ganze System zusammen. Jedenfalls gibt es beim Wegposten diesen Typen George Payton. Er war mal ein hässlicher Bote, aber nicht zur Zeit eine Qual. Ihn auch nur zum einfachsten Liefern zu bewegen. Immer beschwert er sich, ich hätte zu viel Angst, zu wenig Ochse und so weiter. Ach man, jetzt gehe ich über das also die Nebensache. Was? Musikplayer? Okay. Machen wir lieber nicht. Handbuch brauche ich jetzt auch nicht. Aufträge haben wir gerade keinen. Ja gut, passt. Mehr Likes. Sonst noch irgendetwas, was wir hier machen müssen? Nee, ne? Okay. Verlassen. Gut, nimm. Sam, ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Nämlich, wie du das BB-Stressniveau regulierst und das Risiko autotoxämischer Schocks minderst. Du kannst einiges tun, wenn dein BB beginnt, Anzeichen von Stress zu zeigen. Und zwar? Dir etwas Zeit nehmen, um danach zu sehen. Die Kapsel wiegen, sanft schütteln, sowas halt. Was, wirklich? Nur aus Interesse. Wie geht es ihm im Moment? Bevor ich antworte. Stimmt was nicht? Wenn ich das BB anschließe, sehe ich Dinge. Was denn für Dinge? Ein Gesicht. Ein Unbekannter, der mich ruft. Ich sehe auch diesen Raum. Dort reden andere Leute, aber ich kann sie nicht verstehen. Oh, der Durchbluteffekt. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Du hältst die Erinnerungen des BBs für deine eigenen. Das sind falsche Rückblenden. Mehr nicht. Lass es mich erklären. Ein BB wird seiner Todmutter mit etwa 28 Wochen entnommen und in eine Kapsel gelegt. Also noch vor seiner eigentlichen Geburt. Diese Prozedur stoppt seine Entwicklung. Aber auch mit 28 Wochen kann sein Sinnessystem bereits externe Stimuli verarbeiten. Es kann diese Informationen definitiv in Erinnerungen umwandeln, die über eure Verbindung in deine gelangen können. Und wen habe ich dann gesehen? Vielleicht jemanden vom medizinischen Team oder einen BB-Techniker, ist das wichtig?
Das BB ist schon eine Weile in Benutzung. Es ist durch viele Hände gegangen. Woher soll ich wissen, wer einen Eindruck hinterlassen hat? Weil du der Experte bist. Niemand ist Experte, Sir. BBs wurden vor Jahrzehnten im Geheimen entwickelt. Sie sind wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir benutzen sie, verstehen sie aber eigentlich nicht. Glaub mir, ich wollte mehr darüber erfahren, aber es gibt kaum noch alte Aufzeichnungen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich's dir, okay? Dad, mein Ehrenwort. Okay, alles klar. Warte mal, LB nach unten, nach Bibi sehen und dann Bibi beruhigen. Alles gut, ist alles gut. Okay. Gut, also können wir das jetzt auch machen. Oh, die nächste Nachricht. Seht ihr auf dem Lieferterminal die Augen? Ja, ja, mache ich ja schon. Wäre jetzt eben mein Plan gewesen. Als du dich ausgeruht hast, habe ich das Netzwerk überprüft. Chiralium-Überwachung und holographische Systeme laufen nochmal. Leider ist unser Drucker offline. Ja, ich weiß, nachdem du dich so abgemüht hast, uns das ganze Material zu beschaffen. Unser Fehler. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mules müssen es geklaut haben. Vielleicht haben sie den Boten abgefangen. Wenn ich richtig liege, haben sie es zu ihrem Ablageplatz gebracht. Genau in der Mitte ihres Territoriums. Du willst uns nicht zufällig unser Eigentum zurückklauen. Ich finde, niemand wäre besser geeignet als du. Oh, das heißt, dass ich hier direkt feigen muss, oder? Och, Mensch. Aufträge, Bergung, Schnittstelle sammeln, Keralikristalle. Das ist die Bergung und das ist Kristalle sammeln. Das mache ich doch, glaube ich, fürs Motorrad, oder? Sammeln ist das einzige Zigarre Kristalle. Ist halt gefährlich. Machen wir halt mal. Und das nehmen wir auch mal an. Okay. Mama hat den Plan für einen Wachturm in deinen TCK geladen. Hast du keinen dabei, solltest du einen herstellen. Man weiß nie, wann man ein Gebiet ausspähen muss. Alles umladen. Okay, wir haben Resigne TCK, haben wir dreimal mit. Mach ich das wirklich dreimal? Leiter, Leiter, Leiter. Brittstiefel, Brittstiefel, Stufe 1. Wir tun mal automatisch anordnen. Und bestätigen. Ja, aufbrechen. Dieses Gerät, das du da hast, ist ein Kristallsammler. Wie der Name nahelegt, kannst du gesammelte Kristalle darin sicher aufbewahren. Ah, lass mich beschreiben, wonach du suchst. Chirale Kristalle wirken auf das bloße Auge golden und haben oft Formen, die an menschliche Hände erinnern. Steine und Geröll in ihrer Nähe schweben meist ein paar Zentimeter über dem Boden. Und am häufigsten findet man sie in Gebieten mit viel Niederschlag. Alles verstanden. Regen, schwebende Steine, goldene Hände. Das ist deine Trinitas. Suche nach diesen drei Dingen und du findest die Kristalle. Wenn du besonders aufmerksam warst, weißt du vielleicht schon, wo du suchen kannst. Ja, also so ein Gebiet, wo es regnet, kenne ich allerdings schon. Ja gut, ich glaube... Eine angenehme Reise. Ja, dann gehen wir mal nach da hinten, damit wir mit unserem Motorrad hier rumfahren können. Dankeschön. Sam, chirale Kristalle sind klein und mit bloßem Auge kaum zu entdecken. Benutze deinen Rodra-Deck, damit er dich in die richtige Richtung führt. Willst du ein größeres Gebiet absuchen, kannst du auch einen Wachturm bauen und dich auf seine Sensoren verlassen. Ein Wachturm, hast du gesagt?
Sollen wir da vielleicht mal einen platzieren? Oh, warte mal, das sind jetzt Sachen dazugekommen. Alter, wie viele Sachen hier sind. Da ist eine Leiter, da ist eine... Also in beiden Gebieten hier... Also da und da ist Stress angesagt. Da hat es zwei Leitern hier rüber. Weil da vielleicht andere schon gesammelt haben? Ich meine, wir müssen sie ja nicht neu erfinden. Dann gehen wir einfach mal dem hier nach. Was ist das da, Finnick? Ah, okay, also die Konstruktion ist aber auch noch nicht fertig, hä? Kann man die Leiter noch darüber machen? So, wie mache ich jetzt das am besten? Position anpassen. So. Okay. Gott, Resine. Ich hätte gern nochmal eine Leiter. Ja, irgendwie da rüber. Warum geht das nicht? Tiefes Wasser entdeckt. Ah, so. Geil. Ja, wow. Na, toll. Okay, kann ich das auf die Rücken? Oh. Oh. Party? Okay, doch keine Party. Okay, Kryptobiot. Aber hinten ist wieder ein Lichter mehr. Was dann? Oh, einmal scannen. Was? Halte gedrückt und drücke den TCG aus dem Wachturm. Ach, stimmt ja. Wachturm, Wachturm, Wachturm. Ah, da hinten wäre es jetzt gerade abgegangen. Okay, wisst ihr was? TCK. So, wähle aus. Nein, ich will keine Konstruktion wechseln. Wachturm. Oh ja, geil. Inklusive Sekunden. Anzeige, wenn es fertig ist. Praktisch. Also ein 3D-Druck hätte ich auch gern. Konstruktion abgeschlossen. Danke schön. Ja, komm. Benutzen. Goal. Da hinten. Vier Stück, da hat es auch noch welche. Ja, da im ganzen Gebiet. Also vor allem hier hinten. Sehr praktisch. Da hat es auch ganz viele. Aber das sind halt unsere Ideen, ne? Geil, alles markiert. Ja, ja. Ich weiß, ich hatte es wieder am Rumstressen hier. So, und wo genau? Sehe ich euch? Macht eigentlich dann das Motorradfahren zu einer teuren Angelegenheit. Ach, da hinten oben ist er. Okay, wir gehen mal in die Richtung.
Hoffentlich bleibt er da hinten. Vor uns. Ja gut, dann gehen wir da mal nicht weiter. Wo? Ja. Werden dich umgehen. Ciao, Fliege. Geh mal nach da hinten. Nervig, diese Biester. Oh mein Gott, wir brauchen es erstmal nicht langsam gehen. Soll ich Resine mitnehmen? Ja, ich nehme es nochmal mit. So, auf den Rücken. Oh, wie schaut's aus hier mit einer. Was? Ach, das war's. Okay. Leiter. Die passt hier nicht komplett drüber. Aber machen wir es trotzdem. Hat ja schon mal sehr viel gebracht. Einmal das hier mitnehmen. Ah, sitz mal an. Hier ist sogar. Ach, Wälder zerstört. Resine. Ja, sehr geil. Ja, war ja klar. Aber es muss ja trotzdem halbwegs safe sein, wenn hier dieser Pfad ist. Also vermutlich, solange man halt hier schnell durchgeht. Gut, Gesamt 79. Ja, komm, das da vorne sammeln wir jetzt auch noch ein. Inklusive den Resinen. Oh scheiße, der ist gerade da hinten. Okay, dann gehen wir mal wieder. Ich würde sagen, nach da hinten. Das sind noch mal zwei. Nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Hä? Wo denn? Na bitte. Yes! Genügend! Na bitte. Ja gut, ich nehme aber gleich noch mal ein paar mehr mit. Wenn ich jetzt eh schon mal hier bin. So, gib. Den hier noch und dann gehen wir zurück. Na bitte. Ah, cool. Oh, da hinten hat es auch noch einige. Okay. Sehr nice. Na bitte. Na bitte. So, leider, ich komme. Das war vielleicht eine schlechte Idee. Brauchen noch eine Leiter darüber. Ja, nicht hinfliegen. So, ich würde sagen, darüber. Urinieren? Okay.
Ja, dann machen wir darüber. Ich brauche Leitern. Aufpassen. Nice. Bei dem Auftrag, wo ich das sammeln musste, 8 Aufträge sammeln. Den muss ich einfach wieder retour bringen, oder? Ja. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Sam, alle Waffen in der Runde haben Kristalle läuft etwas anders aus. Die Prozedur ist aber ziemlich einfach. Wähle Reaper Terminal Recycle, um alle chiralen Kristalle abzuladen, die du dabei hast. Okay. Dann recyceln. Chirale Kristalle. Dann okay, oder was? Netzwerks etwas damit zu tun hatte. Verdammt, Junge, das sind eine Menge Kristalle. Instandhaltung und Forschung, das reicht ja wohl für beide. Ja, okay. Coole Sache. Benjamin hat dir die Fertigungsdaten für folgendes zur Verfügung gestellt. Behälter Reparaturspray. Neue Interviewdaten, chirale Symmetrie, Chiralium, alles klar. Sie können jetzt in allen den Ursicherzügen Einrichtungen verwendet werden. Die Menge an Material, das am Verteidigungsbestimmung. Ja, okay. Überzählige chirale Kristalle kannst du in jeder Einrichtung abgeben. Sie werden den Beständen vor Ort hinzugefügt. Auf das Material in diesen örtlichen Lagern kannst du beim Herstellen von Ausrüstung zurückgreifen. Ah, I see. Und wenn ich was herstelle, dann nutze ich natürlich die Ressourcen von dem Vorort, aber ich sollte halt da auch immer wieder Sachen abliefern. Bitcheswache Mako. Okay. Alles klar. Ja, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Die Leute halten dich für einen Boten, dem man einfache Aufträge anvertrauen kann, aber wenn du dich anstrichst, wirst du eines Tages vielleicht zu einer echten Legende. Okay. So, sind wir jetzt fertig. Oh, bevor ich es vergesse. Hier, für dich. Was wirklich Schönes? Was ist das? Mit diesem Behälter-Reparaturspray bessert man Frachtbehälter aus. Hilft bei Zeitregenschäden und so weiter. Echt praktisch, wenn du und deine Fracht was abgekriegt haben. Wir haben es auf deine Vorratsliste gesetzt. Es steht also bereit, wenn du es brauchst. Okay, Frachtregal. Privater Sprint auf dem Rücken. Resine. Mathematisch anordnen. Bestätigen. Bis bald. War nicht die... Erhöhte Chiraliumwerte und häufigere Kristallformationen hängen miteinander zusammen. Das könnte durchaus der Ausbau des Netzwerks verursacht haben. Aber keine Sorge, die örtliche chirale Dichte liegt noch im akzeptablen Bereich. Wenn du weitere Kristalle findest, sammle sie. Du wirst gut entlohnt. Wenn du noch mehr chirale Kristalle findest, kannst du sie bei einer unserer Anlagen abgeben. Außerdem kannst du anderes Material und nicht benötigte Gegenstände einlagern. Alles hat seinen Wert. Was wir nicht gebrauchen können, wird für die Forschung und andere Anwendungen in Einzelteile zerlegt. Ja gut, ich habe da noch was zum Ablegen hier.
Wirtschaftsklassen, privater Sprint. Spind. Auf dem Rücken, Resine. Warten, Spind legen. Das machen wir auch mit denen erstmal. Und da. Okay, TCK, Bitstiefel, die sind fast am Arsch. Und das da oben ist jetzt alles im Spind. Okay. Ich würde jetzt sehr gerne Leitern herstellen. Ach so. Kann ich nicht, weil der Scheißdrucker nicht funktioniert. Ich muss erstmal das komische Teil da klauen. Alles klar. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das Teil klauen wir in der nächsten Episode. Wir sind eh schon wieder knapp bei einer Stunde. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Spannend. Bis dahin. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.